what this body is about. Creeping in my mind, trying to tell me how I'm supposed to feel it. Nemo, du bist bekannt worden als Mundart-Rapper. Und jetzt hast du der Öffentlichkeit mitteilt, hey, ich fühle mich im Fall weder als Mann noch als Frau, sondern ich bin non-binär. Wie war das, wo du das mit der Öffentlichkeit geteilt hast? Ich glaube, für mich war es einfach eine riesige Erleichterung. Also, es ist etwas, das mich die letzten paar Jahre schon mega beschäftigt hat. Und ich habe in meinem Umfeld schon so einen Safe Space und so viele Leute um mich herum, dort schon Bescheid gewusst haben, in meinem Freundeskreis, in meiner Beziehung und Familie. Und ich wusste, so, wenn ich weiterhin öffentlich Musik machen und mich selber sein im öffentlichen Kontext, dann wollte ich das nicht für mich behalten. Es fühlt sich irgendwie falsch an, aus verschiedenen Gründen, das für mich mitzuhalten. Ich kann nicht authentisch mich selber sein jedes Mal. Und ich habe das Gefühl, so, ah ja, die Person, die mir gegenüber sitzt, versteht gar nicht, wer ich wirklich bin. Und ich spiele irgendeine Rolle. Und auch ist es mir einfach viel wohler, wenn ich weiss, dass die Leute um mich herum mich so sehen können. Oder zumindest ähnlich sehen können, wenn ich mich selber sehe. Du hast das ja mit der Öffentlichkeit in einem Instagram-Post geteilt, so zum ersten Mal. Der Absenden, hat das Überwindung gekostet? Ja, voll. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht darüber, wie will ich das sagen und ja, ich habe das so viel mal wieder überflogen. Was ist so etwas, wo du sagst es und dann ist es das und es ist so ein Moment, du weißt, wieso, da kannst du nicht mehr zurückgehen. Und ich hatte so Freude, als ich es gemacht habe. Aber es braucht viel Überwindung. Es braucht so den Moment, von einfach sagen, so, doch, ich muss es jetzt machen. Das ist das Richtige für mich. Und ja, ich bin mega froh, dass ich es gemacht habe. Wie lange hast du einen Post gehabt? Das meiste ist eigentlich in einer Nacht entstanden. Also, als ich gefunden habe, so, ja, okay, ich habe meine Gedanken ein bisschen sortiert und ich möchte es gerne zusammenfassen und schreiben. Und dann, wie auch meine Sachen oder Interviews, Posts oder irgendwie wichtige Momente so in meinem Leben, wo ich etwas schriftlich mache, schaue ich es immer mit meiner Mami an. Sie kennt mich halt mega gut und sie weiß, wie ich Sachen würde sagen. Und wenn sie etwas würde umschreiben, weiss ich, es ist immer nur so der Klarheitshalber und so, zum irgendwie etwas können, vielleicht genauer ausdrücken, wenn ich es aber sage. Weil es war auch eine Challenge für mich, auf Englisch zu schreiben. Mhm. Englisch ist für mich so, ich habe die Sprache so fest gern bekommen. Gerade auch durch die Realisation, dass ich non-binär bin, ist die Sprache für mich hat nochmal so viel an Bedeutung gewonnen, weil es so eine inklusive Sprache ist und so eine einfache Sprache für die Leute, um einfach non-binäre Menschen zu inkluden. Und ich wusste, so, ich wollte das auf Englisch formulieren, aber gewisse Aspekte waren so eine Challenge. Und dort konnte sie mir sehr helfen. Und dann sind wahrscheinlich wahnsinnig viele Reaktionen reingekommen. Mhm. Was war so das Schönste? Hey, mega vieles. Ich glaube, es war mega schön, um auch von Leuten zu hören, die man vielleicht schon lange nicht mehr gehört hat. Also zu merken, wie viele Leute das da für mich sind, wenn ich sie brauche. Und wie viele Leute das mich so akzeptieren, wie ich bin und so aufnehmen. Das war einfach mega schön. Ich habe gemerkt, mein Umfeld ist so schön und ich habe so Glück. Und ich bin wirklich mega dankbar für das. Hat sich bei dir direkt gemeldet, wo eine negative Reaktion auf das hatte? Ja, am Anfang ich habe nicht gewusst, was genau wird passieren oder was für Reaktionen kommen. Ich habe gedacht, so, ich muss eigentlich nicht am Anfang auf Instagram sein und das überhaupt beobachten. Ich weiß nicht, was passiert. Und dann habe ich auch mit mir geschworen. Das ist ein bisschen ein Familienbusiness, also meine Mama. Ich habe gesagt, mir geschworen, weil sie ist viel auf Instagram und so, hey, willst du vielleicht so die erste halbe Stunde einfach vielleicht mein Instagram anschauen und einfach da sein und das vielleicht ein bisschen kuratieren, falls es irgendwie in eine Richtung geht, wo es irgendwie beleidigend wird. Ich will nicht, dass irgendwie komische Kommentare kommen, wo irgendwie eine ganze Gruppe von Menschen irgendwie einfach diskriminieren oder fies sind. Und jetzt hat es gemacht und gesagt, das ist nicht gekommen. Also es ist nicht irgendwie Negatives oder Böswilliges gekommen. Ich glaube, ein Kommentar musste ich löschen. Was hat sich jetzt für dich geändert, seit du das der Öffentlichkeit mitteilt hast, dass du non-binär bist? Ich glaube, ich fühle mich mega erleichtert.
Viel hat sich aber auch nicht verändert, grundsätzlich. Also, ich bin immer noch die gleiche Person. Ich bin nicht irgendwie aufgewacht und eine andere Person. Das wäre auch komisch. Also, ich einfach auch können, mal so ein bisschen share. Und es hat viele Leute aus meinem weiteren Umfeld das mitbekommen. Und ich glaube, das ist ein mega auch ein wichtiger Schritt für mich gewesen, um einfach mehr selber zu sein. Also auch irgendwie, ich weiß nicht, am nächsten Familienfest mit, keine Ahnung, allen Onkel und Tante oder ja, wo einfach, wo das sicher auch ein Thema wird, wo ich einfach kann sagen so, ja, I'm me und also dort habe ich mega positive Nachrichten bekommen und mega viel Liebe und ich glaube, das hat sich eigentlich verändert, viel sonst nicht. Du hast es vorher gesagt, du bist nicht aufgewacht und bist einfach jemand anders gewesen. Das ist ja etwas, wo du schon lange fühlst. Was würdest du sagen, seit wann? Weißt du, dass du nicht einfach diesen zwei klassischen Geschlechtsidentitäten entsprichst? Ich glaube, es ist weniger so auf einen Moment zurückzuführen, als dass es einfach so eine mega Reise ist, eine mega lange Reise. Und ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo ich zurückdenke, aber so richtig erst so können das Ganze zusammenbringen und realisieren, was es für mich bedeutet. Das war für mich so Ende 2020, Anfang 2021 gewesen. So auch gerade, wo ich mega Glück hatte, dass ich auch einfach in einer Beziehung war, wo ich das sehr schnell schon thematisiert habe und eine Person mir entgegen war, die das unglaublich liebevoll und super hat angenommen und mit mir einfach auch mal, ja, was am Anfang ist so gewesen, so, ich bin mir noch nicht ganz sicher und wie wäre es zum Beispiel, wenn du für mich jetzt keine männlichen Pronomen würdest verwenden und ja, da das Gegenüber gehabt, wo so liebevoll und so verständnisvoll mit dem ist umgegangen, dass ich wie auch mega, glaub, schnell bin vorangekommen mit meinem eigenen Gedankengang und dann jetzt mega viel Gespräch und irgendwann kommen Freundinnen dazu und man merkt so, okay, ja, ich fühle, das ist ein Ort, wo ich mich mega wohl fühle. So. Du hast das deiner Freundin zum ersten Mal gesagt. Wie viel Überwindung hat das gekostet? Den Moment, um zu sagen, hey, look. Oder meinst du, hat sie es einfach schon gespürt? Ich meine, in vielen Familien ist das Coming Out in dem Sinn einfach so scary, weil man auch nicht genau weiss, wie steht die Leute oder wie stehen Familienmitglieder irgendwie zu diesem Thema. Und du bist wie so, es könnte mega respektvoll aufgenommen werden oder mega Unverständnis und wow, was ist das? Und ich einfach gewusst, dass ich ihnen mega vertrauen kann. Und das hat mir viel weniger Überwindung gekostet am Schluss, glaube ich. Einfach das Wissen. Sie ist ein Mensch, der glaube ich, schon sensibilisiert auf das Thema war. Und ich habe gewusst, sie hat mich gern, also sie wollte nicht schlecht zu mir. Und ich glaube, darum hatte ich mega Glück gehabt, so, und hat es nicht so viel Überwindung gebraucht. Hat das bei eurer Beziehung irgendetwas verändert? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, er ist dann so durch die Erkenntnis gekommen, dass es in unserer Beziehung irgendwie noch nie eine Rolle gespielt hat. Das habe ich spannend gefunden, so, dass wir wie gemerkt haben, so, unsere Beziehung ist überhaupt nicht auf irgendwelche Rollenbilder oder so aufgebaut, sondern wir sind einfach zwei Menschen und wir haben überhaupt nicht irgendwelche Erwartungen aneinander, die irgendwie als Gender geknüpft sind oder so und noch nie kann. Und ich glaube, das war auch eine mega spannende Erkenntnis für mich im Nachhinein, so, dass das einfach noch nie eine Rolle gespielt hat in dieser Beziehung. Zusammen mit dem Öffentlichmachen, dass du non-binär bist, hast du einen Song rausgegeben, «This Body», und du besingst dort ja das Gefühl, dass du dich nicht wohlfühlst, nicht richtig fühlst in deinem Körper. If this body was a house, I'd burn it down and build myself a place where I'd feel safe. Also, wenn es jetzt auf Schweizerdeutsch übersetzt, also, so fängt er an, wenn der Körper ein Haus wäre, dann würde ich ihn niederbrennen und mir einen Ort schaffen, wo ich mich sicher fühle. Das klingt recht drastisch. Da hast du dich so unwohl gefühlt in deinem Körper, dass du dieses Gefühl hast. Das Lied ist auch zu einem Moment entstanden, wo ich echt allgemein mit mir oder einfach mit dieser Erkenntnis viel mehr alleine war und auch noch nicht genau gewusst habe,
wie ich das kommuniziere oder wie das vielleicht andere Leute aufnehmen werden. Und ich glaube, es ist mega so eine Momentaufnahme von mir, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich so ausgesehen würde, wie ich mir wünsche, dass Leute mich wahrnehmen. Und ich glaube, durch mega viel Gespräch und durch die Realisation, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die mich so sehen, wie ich bin, ist, glaube ich, einfach viel mehr Sicherheit in meinem eigenen Körper gekommen. Und ich glaube, das war eine mega wichtige Erkenntnis für mich, dass das eben mega zusammenhängend ist. Also, wie die Gesellschaft eben wahrnimmt und wie ich mich fühle im Körper, das lässt sich nicht trennen. Und ich glaube, wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dich wirklich als das sehen, wo du bist, dann, also mir ist es so gegangen, dass ich mich dann viel, viel wohler habe, fühle in meinem eigenen Körper, mit so wie er ist. Ich glaube, der Song hat eine mega Direktheit in dem drin, aber für mich ist das Bild von diesem Haus eigentlich wie so eine absolute Wunschvorstellung und es ist gar nicht für mich irgendwie etwas mega Negatives geknüpft, so, sondern es ist mehr, wenn der Körper wirklich ein Haus wäre, vielleicht müsstest du es nicht abbrennen, aber du könntest es abreißen oder du könntest noch etwas anders herzügeln und dir einen Ort bauen, wo du dich sicher fühlst. Aber der Körper ist halt nicht das Haus. Wir sind alle mit einem Körper, in einem Körper geboren, wo wir uns nicht aussuchen können. Und ich glaube, das Lied handelt mehr von dieser Ebene. Also, ich glaube, das Beispiel an sich wirkt auf den ersten Blick krasser, als ich es eigentlich vielleicht habe gemeint. So im Sinn von, es geht ja dann weiter im Sinn von, wäre der Körper eine Nacht, würde ich endlich darüber schlafen und morgen wäre ein neuer Tag da. So, es geht eigentlich mehr so um die Veränderung, die halt in einem Körper nicht immer so einfach ist. Hast du in der Phase, wo du gefunden hast, der Körper entspricht mir nicht, hast du eine Vorstellung gehabt, welcher Körper dir mehr entsprechen könnte? Ja, ich glaube, ja, ich habe mir einen femininen Körper gewünscht. Ja. Und das ist auch etwas, das sind Gedanken, die immer wieder aufkommen bei mir, wo ich mir auch noch nicht so im Klaren bin darüber. Etwas, das ich einfach so bei mir selber beobachte und schaue, wie ich mich fühle. So. Und im Moment ist es aber eigentlich sehr okay. Im Moment ist es gut, so wie es ist. Du hast jetzt schon mehrmals dein Umfeld angesprochen. Dein Umfeld, das dir sehr geholfen hat. Auch beim Austesten. Und wie es ist, wenn du nicht mehr einfach ein Herr bist. Und das Umfeld, wo ist das? Ich nehme an, es ist in Berlin, weil du auf Berlin gezügelt bist. Es ist auch schon ein bisschen, es ist an verschiedenen Orten. So, ich glaube, in meinem Umfeld meine ich ganz viele Leute und es ist nicht immer so, dass wir alle zusammen so in einem Raum hocken und etwas zusammen machen. Und das haben wir zum Glück Technik. Genau. Ja, genau. Es sind mega viele Leute. Ich glaube auch, dass wir mega viele Orte geholfen haben, so auf diesem Weg. Also ich glaube mega fest, also Familie war mega fest ein Ort, meine Beziehung. Ich glaube auch nach L.A. zu gehen im letzten Jahr, haben wir mega geholfen. Dort andere queere Leute zu treffen und mit anderen queer Menschen dürfen zu reden. Und ja, darüber zu reden hilft so fest. Und ich merke auch, das ist immer noch etwas, was ich viel mehr machen möchte. Einfach mit anderen queer Menschen mich treffen und einfach reden. Das ist so etwas Heilendes, so etwas Schönes. Und ich glaube einfach auch in einem Thema, wo in so vielen Aspekten noch sich am entwickeln ist, auch in der Gesellschaft, ist es einfach mega wichtig, dass man viel darüber redet, glaube ich. Und Berlin ist ein grosser Teil von diesem Umfeld, ja. Sicher auch. Warum? Ja, die Menschen dort. Also, ich habe verschiedene Menschen dort kennengelernt, die mir auf meinem Weg von meiner Entwicklung mega fest geholfen haben. Mit einfach mir Fragen stellen und mir ernst nehmen und auch so dort in dieser Konversation einfach da zu sein für mich. Und vor allem eben auch Menschen, die selber queer sind. Also eine Person, die mir unglaublich fest hat geholfen, ist der Tams. Er ist mein Nail Artist. Und, ja, nicht jetzt. Er ist schon zwei abgefallen. Er macht die sechste Nail Designs in Berlin. Und das ist
so ein wichtiger und schöner Ort für mich. Es ist einfach ein Safe Space für queere Menschen, BIPOC-Menschen, wo man hingeht, um Nägel zu machen. Aber es ist so viel mehr als das. Es sind immer unterschiedliche Menschen dort. Es wechselt sich immer ab. Man lernt immer neue Leute kennen. Die allermeisten Menschen dort sind queer. Und es ist der herzigste Hund. Lebt dort. Wichtig. Ihr Name ist Luna. Genau. und ich glaube, dort hinzukommen, einen Ort zu haben, wo ich mich selber sein kann, auch so wie in meiner Beziehung. Und man sich Leute vorstellen kann mit diesen Pronomen. Oder, also, es ist halt auch ein sehr englischsprachiger Ort dort. Und einfach Diskussionen und Gespräche stattfinden über das Thema Trans sein oder non-binär sein. Und sonstige Gespräche, einfach ein Zuhause zu haben. Ich glaube, das hat mir mega fest geholfen. So. Wird vor allem auf Englisch geschwätzt, weil die Leute aus unterschiedlichen Ländern kommen? Oder ist es so, dass es einfacher ist, auf Englisch miteinander zu schwätzen? Vor allem über, halt eben, weil im Englischen gibt es die They-Them-Pronomen, die wir nicht haben im Deutschen. Mm-hmm. Nein, es ist dort vor allem, weil einfach die wenigsten Leute dort reden eigentlich Deutsch. Ja. Aber es ist durchaus so, dass auch in meinem Umfeld einfach Englisch oft gebraucht wird. Oder ich merke auch, dass ich selber mega gerne auf Englisch rede, wenn ich über andere non-binäre Personen rede, weil es einfach einen einfacheren Redefluss gibt. So für mich. Es ist im Deutschen halt einfach noch mit grösseren Hürden und einem grösseren Umdenken verbunden. Und ich glaube, das ist Englisch einfach so eine tolle Sprache. Ja, im Schweizerdeutsch ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil bei uns vor jedem Namen ist ein Artikel und der ist dann in der Regel männlich oder weiblich. Mm-hmm. Das heisst, es passiert immer noch sehr oft, dass Leute dann halt einfach zum Beispiel bei dir männliches Pronomen vorne herstellen. Was macht das mit dir, wenn das passiert? Ich glaube, für mich ist in erster Linie mega wichtig, checken, wie mir eine Person sieht. Und ich glaube, im Deutschen fehlen noch Alternativen im Moment. Und es ist halt mega schwierig, eine Sprache, die so viel History hat, einfach, dass Leute von heute auf morgen einfach das können verändern können. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten. Ich glaube, es geht mehr darum, wirklich auch sich irgendwie zu beteiligen an alternativen Ideen oder an Veränderungen. So in dem Sinn, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, einfach immer R-Pronomen zum Beispiel für mich verwendet und einfach ich merke, dieser Person ist es scheißegal, dann ist es viel verletzender nochmal, als wenn ich weiss, die Person sieht mich, wie ich bin und gibt sich mega Mühe und dann rutscht halt immer wieder mal etwas rein. Mir persönlich verletzt es nicht. Ich kann nur sagen, wie ich mich fühle, wenn jemand für mich kein Pronomen verwendet, auf Deutsch oder eben «they-them» auf Englisch. Ich fühle mich mega gesehen, ich fühle mich mega respektiert und ich fühle mich wahrgenommen als Mensch. Korrigierst du die Leute, wenn sie es wiederholt falsch machen? Wenn ich merke, dass jemand mir gut gesinnt ist, dann ist es für mich auch einfacher, jemanden zu korrigieren oder etwas zu sagen. Aber es kommt auch dort wieder mega auf den Kontext drauf an, wenn wir jetzt mega in einem Gespräch sind, nur mit zweit, dann korrigiere ich eine Person vielleicht lieber. Aber wenn es irgendwie eine Gruppe von Menschen ist und man in einem Gespräch ist oder so, dann oftmals ist es vielleicht eine andere Person, die vielleicht korrigiert oder so. Aber ich habe erst, glaube ich, die Energie nicht dafür. Und ich glaube auch, es sind mega viele Leute jetzt da. Es geht auch nicht um mich. Nur. Auf welches WC gehst du? So 90% gehe ich aufs männliche WC. Also es gibt Orte, wo ich weiss, dass es nicht darauf ankommt oder nicht irgendwie zu sehr unangenehmen Situationen führen kann. Irgendwie Ort, wo ich mehr bin, vielleicht in Berlin oder so. Oder viele Cafés oder Restaurants in Berlin haben auch einfach eine geschlechtsneutrale oder genderneutrale Toilette. Es ist auch dort ein Prozess. Und es ist nicht so, wie man es sich wünscht, aber man muss dann halt trotzdem irgendwie eine Entscheidung treffen. So. Und ich glaube, die Entscheidung ist echt, dass ich mich oftmals echt sicherer fühlen, nicht dort anzugehen, wo es zu einer grossen Diskussion oder zu einer mega unangenehmen Situation
führen. Gibt es noch andere Situationen im Alltag, wo es Hindernisse sind, zum Teil jetzt für dich? Ja, also jedes Mal, wenn man irgendeinen Fragebogen ausfüllt zu irgendeinem Scheiß-Thema, das nicht mit dem Geschlecht ähnlich zu tun hat oder mit dem Gender, und man irgendwie muss ankreuzen, was man jetzt ist, und es hat nur zwei Optionen. Es ist echt so, wieso und come on. Da kann man immer so. Was würdest du dir wünschen, dass sich ändert, dass du besser leben kannst als non-binäre Person? Wenn man sich vorstellt mit dem Namen, dass man vielleicht fragt, so, oder was sind deine Pronomen, oder dass sich alle Leute einfach mit ihnen oder eben ihnen keine Pronomen einfach vorstellen oder ansprechen, dass es wie so ein bisschen normalisiert wird, dass es nicht auch immer gerade zu einem Thema wird oder das, so, sondern einfach, dass es wirklich, dass es ein normaler Umgang ist und dass man das fragen kann und nicht nicht zu einer mega Diskussion wird von du bist non-binär oder so, sondern einfach, das ist wie so eingegliedert in unsere Gesellschaft. Ich glaube, das wäre mega gut und das wünsche ich mir mega fest. Und was ich mir auch wünsche, ist einfach mehr mit non-binären und Trans-Menschen und allgemein Queer-Menschen zu reden als über Queer-Menschen. Ich glaube, das wäre auch eine mega schöne Entwicklung, weil je mehr, dass wir miteinander reden, desto weiter kommen wir zusammen. So. Das Bad ist draussen. Und was kommt nachher? Hey, es ist mega viel geplant nächstes Jahr. Ich mache mit bei Sing My Song. Und dann gehe ich endlich wieder live spielen im Sommer. Und ein paar Lieder werden auch noch rauskommen. Im Sommer, also bei uns, Festivals und so. Oh, yeah. Und auf der Setlist, das stehen sicher die neuen Songs. Stehen auch die alten Mundart-Songs, die berühmtesten? Ja, ja, klar. Okay. Also, ich habe mir zu dem auch lange Gedanken gemacht und bin wieder zum Schluss gekommen. Ich meine, es ist oftmals, wenn man so ein neues Projekt anfängt, so, okay, ich will nur diese Songs spielen. Und ich habe so gemerkt, so, in der Schweiz macht es so vielen Leuten Freude, diese Songs. Und sie sind so aus einem Gefühl von mir rausgekommen, so eine Momentaufnahme von denen. Und ich habe so Freude an diesen Songs, dass ich einfach finde, die sind wie ein Teil von mir und ein Teil von meiner Geschichte. Und ich will, dass die nicht das für mich behalten. Nein, ja, ich finde es mega schön, wenn die Leute daran Freude haben. Und ich glaube, zu einer Nemo-Show in der Schweiz gehören die Songs. Und ich glaube, die gehören zu mir. Auch wenn ich irgendwie einen Song hätte, der auf Englisch hier mega durch die Decke würde gehen und alle sagen, das ist ein neuer Song. Ich glaube, die Leute würden immer noch wollen, du und keinen Bock hören, die das kennen. Das sind schon Classics. Ja, voll, ich glaube. Also, und das habe ich mir überlegt und gefunden, ja, und ich glaube, wir haben eine mega gute Idee, wie wir die einbauen können auf eine recht funny und kreative Art. Teasing. Ja. Kommt vorbei. Aber wenn du an Nemo von damals, Mundart-Zeit, Mundart-Rap-Zeit zurückdenkst, ist das, wie sagst du dieser Person? Das ist echt Nemo für mich. Das ist die gleiche Person. Vielleicht noch nicht so weit war in ihrer Entwicklung. Ich habe mega viel Liebe für Nemo von früher. Und ich glaube, Nemo von früher wäre mega stolz auf sich selber jetzt. How I wish I had a body to call home.